Und machen Sie den Vorhang auf, dass er Gottes wunderschönes Werk sehen kann. Und er erkennt, dass selbst die schlimmsten Dinge für irgendwas gut sind. Wo haben Sie eigentlich gelernt, so zu reden? In Panama City, in irgendeiner Seemannsbumsbar? Verkaufen Sie Ihren Schwachsinn woanders. Wir sind hier bestens versorgt. TriStar Pictures lädt Sie ein wirklich entsetzliches Individuum kennenzulernen. Er ist völlig durchgeknallt, der widerlichste Typ, den ich kenne. Hilfe! Lassen Sie sich einen Termin geben, wenn Sie mich sehen wollen. Dr. Green, wie können Sie bei jemandem eine Zwangsneurose diagnostizieren und dann so tun, als hätte ich eine Wahl, ob ich irgendwo reinplatze oder nicht? Du hast deinen letzten Fußboden vollgepinkelt. Haben Sie meinen Hund gesehen mit dem putzigen kleinen Gesichtchen? Oh, oh. Sie haben ja keine Ahnung, was Ihr Werk mir bedeutet. Wie können Sie nur so gut über Frauen schreiben? Ich stelle mir einen Mann vor und subtrahiere Verstand und Zurechnungsfähigkeit. Melvin, warte! Haltet die Klappe, Kinder! Lasst die Finger davon, es könnte explodieren. Machen Sie mir ein Kompliment, Melvin. Ich brauche jetzt eins, schnell. I love you. Ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein. Das ist bestimmt das schönste Kompliment meines Lebens. Von Oscar-Gewinner James L. Brooks. Na, vielleicht habe ich ein bisschen zu dick aufgetragen, aber ich wollte schließlich sicher gehen, dass sie mir nicht doch noch abhauen. Kommt die Geschichte, wie aus Leuten, mit denen man nicht leben kann? Carol, die Kellnerin, Simon, die Schwuchtel. Leute werden, ohne die man nicht leben kann. Wir alle müssen mit schrecklichen Geschichten fertig werden. Das stimmt nicht. Manche Menschen haben hübsche Geschichten, tolle Geschichten. Sie handeln von Seen und Booten und Freunden und Nudelsalat. Nur leider keiner von uns. Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear und Cuba Gooding Jr. Ich liebe dich. Ich sag dir was, Kumpel. Ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn das auch mein Ding wäre. Besser geht's nicht.